Wie wird Bern zur smartesten Hauptstadt? Das haben wir uns bereits letztes Jahr im 2020 beim Digitaltag gefragt. Wir haben viele Ideen erhalten und 3 wurden ausgezeichnet, die genau das zum Ziel haben. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist in den letzten 12 Monaten aus diesen Ideen geworden? Meine eigene Idee war aus meiner eigenen Geschichte heraus die digitale Einbürgerung. Jetzt kann ich wenig dazu beitragen, wie die Einbürgerung digital werden soll. Deswegen habe ich bei mir Jonathan Gimmel, Leiter Digitalstadt Bern. Und ich möchte natürlich von dir wissen, was ist aus der digitalen Einbürgerung geworden? Ja, also Miriam, du hast uns da wirklich einen schönen Stellpass gegeben, für den zu entwickeln. Das ist wie der Olymp von allen Herausforderungen, weil der Prozess betrifft alle staatlichen Ebenen. Und wir haben da ganz bewusst entgegengenommen gefunden, hey, du bringst eine tolle Idee rein. Wir als Stadt, wir wollen alle messen an den Bedürfnissen der Bevölkerung. Und darum haben wir den aufgenommen. Und wir haben jetzt übernehmen und haben gesagt, wir bauen doch um diesen Fall herum, einfach das Einbürgerungsverfahren, das von der Gemeinde zum Kanton und zum Bund geht und zurück, eigentlich unsere ganze Portalwelt um. Also was immer wir an Dienstleistungen anbieten in Zukunft, das soll so gut sein, dass alles, was auf der kantonalen Ebene stattfindet, beispielsweise Strassenverkehrsamt, Bauwerksverfahren, Gastgewerbebewilligung in der Wirtschaft, bis auf Bundesebene, eben dein Beispiel, Schriftenwesen und so weiter, dass das möglich kann sein über einen einzigen Zugang, weil klar ist, es gibt nicht so ein qualifiziertes Verfahren, und es ist schon wertvoller, als Schweizerin oder Schweizer zu werden, ohne dass wir uns identifizieren können, digital. Also das Thema EID, wo die Stimmbevölkerung klar gesagt hat, das wollen wir nicht so, wie sich das Bundesparlament angedacht hat. Ohne das werden wir nie solche anspruchsvolle Prozesse lostreten können. Aber jetzt sind wir ja in einem nächsten Schritt drin und wir bauen das Bernportal. Und spannend ist, deine Idee, die soll auf einem Portal stattfinden, wo wir nicht für uns Bern machen, sondern wo wir zusammen machen mit Thun, mit Biel, mit Köniz, teilen mit dem Kanton Bern. Und so hat eigentlich die Idee einen grossen Inspirationsprozess losgetreten. Und ich freue mich sehr. Und man sieht auch, wir können vielleicht manchmal nicht in einem Schritt auf Mount Everest auf als Beispiel, sondern es braucht wie Zwischenschritte. Und auch das müssen wir lernen, dass wir wirklich für die tollen Ideen daran arbeiten und Schritt für Schritt darauf hergehen. Merci, Jonathan. Also ihr seid sozusagen im Basecamp angekommen. Und das war natürlich nicht die einzige Idee. Es gibt noch 2 weitere hervorragende Ideen, die letztes Jahr prämiert wurden. Und wir kommen gleich zum nächsten, nämlich zu den gschiede Velos, die dank modernster Technologie helfen, dass mehr als nur die wenigen 2% der Velodiebstähle aufgeklärt werden. Es ist schon ein Jahr her, seit ihr bei dem Digitaltag von der Stadt Bern im Wettbewerb habt können den Preis abholen mit der Idee gschiede Velo. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben 2 Roundtables durchgeführt mit den Stakeholdern aus privatem und öffentlichen Bereich. Es haben teilgenommen Vertreter von der Polizei, vom öffentlichen Verkehr, von Interessensverbänden, aber auch von Veloclubs und Velohändlern. Das Ziel war von diesen Diskussionen, dass wir die Chancen herauskristallisieren, die hinter der gescheiten Velo steckt. Also Chancen für die einzelnen Stakeholder, die du jetzt genannt hast. Und was war da die Erkenntnis gewesen? Genau, die Erkenntnis war letztendlich, dass die Potenziale, die hinter dieser Idee stecken, vor allem im öffentlichen Bereich und weniger in der Privatwirtschaft liegen. Okay, und wie geht es jetzt weiter? Die Idee wäre, dass im nächsten Schritt die öffentliche Verwaltung die Idee aufgreifen und im Zusammenhang beispielsweise mit dem Projekt von Smart City angehen würde. Dabei ist es aber wichtig, dass man die Innovation nicht einzeln betrachtet, sondern mit ähnlichen Ideen, Innovationen besprechen und weiterentwickeln. Und ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sind wir gerne wieder dabei. Danke vielmals, Michelle, für das Gespräch. Bitte gerne. Ich bin Stefanie Menzel. Ich bin Luise Letzner und wir sind die Ideengeberinnen von Platzda. Letztes Jahr haben wir im Rahmen des Smart City Wettbewerbs und im Zuge der Berner Digitaltage mit unserem Projekt Platzda einen Preis gewonnen. Wir wollen euch deshalb jetzt ein kleines Update geben. Was war eigentlich unsere Idee? Was haben wir seither gemacht? Und was planen wir für die nächsten Monate? Die ursprüngliche Idee von Platzda war es, öffentliche Räume in Bern an Anwohner zu vermieten.
zum Beispiel für die Umnutzung von Parkplätzen zu anderen Nutzungen, Beet draufstellen oder ähnliches. Wir haben uns jetzt aber zunächst erstmal auf Büroräume fokussiert, da wir sehen, dass diese auch länger leer stehen werden im Rahmen der zusätzlichen Homeoffice-Zeit, die entsteht. Genau, und weil die auch einfacher zu vermitteln sind. Und wir haben im Rahmen von einem Innovationsworkshop unsere Idee ausgearbeitet und konnten mit der Idee auch eine Jury überzeugen, die uns dann Geld zugesprochen hat, um unsere Idee professionell zu evaluieren. Und das haben wir gemacht. Dafür haben wir Unternehmen befragt und tatsächlich stellt sich raus, dass Unternehmen ein großes Interesse haben, ihre Räume temporär zu vermitteln. Für die andere Seite haben wir eine Webseite gebaut, die heißt raumgeben.ch. Da konnten sich dann potenzielle Nutzer anmelden dieser Räume. Wir haben festgestellt, dass vor allem junge Startups, aber auch Freizeit-, Kunst- und Kulturschaffende ein hohes Interesse an diesem Angebot gezeigt haben. Das heißt, für diese Leute suchen wir jetzt Räume in Unternehmen. Genau, und das Praktische an unserer Idee ist, dass es nicht nur um eine klassische Raumvermittlung geht, sondern dass die Unternehmen und auch die Kunst- und Kulturschaffenden angeboten haben, quasi nicht nur Räume zu mieten oder vermieten, sondern auch Dienstleistungen anzubieten oder entgegenzunehmen, zum Beispiel in Form eines Workshops. Und was die Unternehmen erhoffen sich davon? Ja, auch, dass ihre Büroräume ein bisschen attraktiver werden für die Mitarbeitenden, wenn man dann also Dienstleistungen nutzen kann oder Workshops in Anspruch nehmen kann. Und dass es wieder so ein bisschen die Leute zurück ins Büro holt nach der langen Pandemiepause. Genau, insgesamt haben wir einfach festgestellt, dass die Idee auf beiden Seiten großen Anklang findet für die Unternehmen, die temporäre Vermittlung selber aber zu aufwendig ist und es deshalb so eine Plattform wie Platzda bzw. raumgeben.ch braucht. Deswegen machen wir jetzt vorwärts. Wir starten unseren Pilot. Wir basteln an einer Online-Vermittlungsplattform, aber auch jetzt könnt ihr euch schon anmelden, solltet ihr in eurem Unternehmen Flächen haben, die ihr vermieten wollt. Oder wenn ihr für ein Projekt einen Raum sucht, dann könnt ihr euch gerne anmelden über raumgeben.ch. Denn wir machen jetzt vorwärts und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.